Servus, moin, herzlich willkommen zu deinem Video, meine Freunde. Wie ihr sehen könnt, sitzt neben mir die Jasmin. Auf jeden Fall habe ich mir. Mal, sind die zusammen, Alter? Was ist denn da los, ey? Gedacht, habe ich mir überlegt, wir machen YouTuber bewerten, ne? Und zwar geht das so, ich erkläre es dir auch einmal und für euch auch einmal. Geht das so, ich zeige dir gleich ein Bild von irgendeinem YouTuber. Und wir bewerten die zusammen, beziehungsweise du bewertest die. Und gibst eine Punktzahl von 1 bis 10. 1 ist wäre schlecht und 10 wäre halt Bombe, also gut, ne? Alter. Hast du verstanden? Ja. Irgendwelche Spielregeln fragen? Mhm. Also hast du Spielregeln, die ist keine Spielregeln. Knossi will was von Jasmin. Bin ich raus? Knossi, Alter, wollen wir talken? Spielregeln gibt, verstanden, ne? Ja. Perfekt, freut mich. Dann fangen wir gleich an mit den Bilder bewerten. Fangen wir jetzt mit dem ersten YouTuber an. Und zwar ist das hier Montana Black, ne? Ja. Siehst du alles? Ja. Perfekt. Was sagst du dazu? Was sagst du zu ihm? Ist okay. Ja. Wie viele Punkte würdest du ihm geben? Von 1 bis 10? 10. Wenn ich frage. So bezeichnend, Alter. So bezeichnend, Junge. Wieso 10 Punkte? Also, was findest du? Ich zeig dir noch ein Bild. Was findest du so an ihm so attraktiv? Der ist einfach nur korrekt. Cool. Hier. Hat's drauf. Und wieso? Also, wieso findest du das so? Nicht. Ja. Ja klar, warum nicht, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung, für mich ist das ein süßer Boy. Mhm. Ich liebe ihn einfach nur. Ja. Das ist einfach mein Schatz, weißt du? Mhm. Das hier. Alter, wo ist Content hingekommen, Junge? Der in der Mitte. Ja, perfekt. So, kommen wir zum nächsten YouTuber und zwar den zweiten. Hier, wie du sehen kannst, das ist Unge, ne? Mhm. Kennst du den? Nee, sieht aus wie so ein Redhead. Ehre! Genommen! Ja, kann man so sagen, das ist also eine rote Tomate. Ah, Rotschopf. Ja, ja, genau. Aber wie viele Punkte würdest du geben von 1 bis 10? Eigentlich ein ganz netter, aber der ist halt so ein Tomatenfreund, ne? Warte. Ja, dann 3, 4, wenn es Tomatenfreund ist. Ja, okay, das ist nice. 3, 4. Guck mal, ich zeig dir jetzt noch schnell ein Bild. So, wie findest du ihn so? Ehrliche Meinung? Also Klamottenstil, ja, ist auch krass, aber sonst ist er, sieht doch ein bisschen schwul aus. Ja, nein, also schwul ist er eigentlich nicht, aber hier, er hat halt großen Bart und so, ne? Also. Hässlon. Wie bitte? Ein Hässlon. Ein was? Ein Hässlon. Hässlon. Die macht ihn ja komplett fertig, Alter. Was soll ich jetzt zu mir sagen, Lady? Oh nee, jetzt kommt ja auch ein Auto noch. Okay, aber perfekt. Ja. Kommen wir jetzt auch zum dritten YouTuber gleich. Und ja. Okay, jetzt kommen wir zur dritten Person. Und zwar das hier, was du siehst, ist Tanzverbot, ne? Das ist ein Fettsack. Warum ist die so? Findest du? Ja. Warte, ich zeig dir jetzt noch. So. Und hässlich so. Findest du? Also ist nicht so deins. Nee, danke. Und wie viele Punkte würdest du denn geben? Eigentlich gar keine, also 1. Ein Punkt. Gar keine, also 1. Jasmin, das mit dem Rechnen, da reden wir nochmal drüber. Aha. Aber wieso eigentlich nur ein Punkt? Eigentlich ist es auch ein ganz netter. Er ist auch Berliner, glaube ich. Steht da, Berlin. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, sag schnell. Nee. Sag schnell. Ist nicht so. Ist nicht gemeint. Aber sein Bart ist doch geil, findest du nicht? Nee. Guck mal, wie der aussieht. Der ist fett. Ja, normal. Der ist fett, Alter. Junge. Lecker. Aber ist nicht so deins, ne? Nee. Ich hab schon verstanden. Vom KFC, Alter. Fettsack. Ja, okay, ich hab verstanden. Junge, Alter. Komm zum vierten YouTuber jetzt. Die vierte Person habe ich jetzt rausgesucht. Und zwar Unsympathisch TV. Das ist hier der Rechte. Was sagst du zu ihm? Es ist der linke, Bruder, nicht der rechte. Also,
wenn du das Handy hältst, dann ist es immer noch, ist es einfach immer noch der linke, Junge. Es ist immer noch der linke. Der? Ja, ja. Ah, nee, links, sorry. Ganz genau. Links, links, der? Links. Ja, ja. Ist ganz netter auch, also. Ach, der hat aber rote Schuhe an. Ja, ja, das stimmt. Und, wie viele Punkte würdest du ihm geben? 9. 9 Punkte. Ja. Wieso? Weil er ganz sympathisch ist? Warte. Sympathisch und hübsch. Ja, finde ich auch. Also sympathisch ist er bestimmt, weil der unsympathisch heißt. Aber perfekt. 9 Punkte hast du gesagt, ne? Ja. Wäre das so ein Typ für dich eigentlich, wenn ich fragen darf? Wenn ich keinen Freund hätte, dann ja. Oh, sie hat einen Freund. Oh, ist es etwa Gurkensohn? Vielleicht, ne? Ja. Ja, okay, perfekt. Kommen wir dann jetzt auch zum 5. YouTuber. Ich muss kurz raussuchen und dann sehen wir uns. Dass er es nicht vorher gemacht hat, einfach, Junge. Ich habe jetzt hier die 5. Person rausgesucht. Und das ist Inscope21. Guck mal. Was sagst du dazu? Schöne Muckis. Also, ich mag ihn schon. Der ist ganz nett. Warte, hier ist noch ein Bild. Sag bitte große Nippel, Alter. Also mit dem kann man sich auf jeden Fall gut unterhalten. Ist ein ganz, ganz, ganz lieber. Der ist ein bisschen trainiert, ein bisschen sehr trainiert sogar. Was sagst du? Hä, nee? Nicht wirklich. Aha. Wie viel Punkte würdest du denn geben? 7, 8. 7 oder 8, ja gut, das ist schon, ja, ist doch stabil, ist doch gut, Jasmin, ja. Was sagst du eigentlich, ich zeig dir schnell ein Bild. Training, Körperbau. Hat schon was, ja. Schon geil, ne? Ich find's geil, ehrlich gesagt. Jasmin, sag's doch, dass du da gerne mal drüber rutschen möchtest, Alter. Das ist eine absolute Inscope. Inscope an sich. Da mache ich Minecraft aus. Inscope ist eine absolute 10, Jasmin. Wie man es so nimmt. Ja, wie man es nimmt, aber... Ja, am besten von hinten. Ich find's echt geil. Perfekt. Ich find's auch geil. Ja, der ist vergeben leider, glaube ich. Glaube ich. Ne, ist er nicht. Ja. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zum 6. Ich schau ratzfatz schnell. Kommen wir jetzt zum 6. Dieses Video ist auch so retarded geschnitten, Alter. Und ich guck so rauf auf sein Instagram-Profil und da waren auf einmal nur Fische. Und ich dachte mir so, hä? Und dann da habe ich gedacht so, ach ja, wegen seiner neuen Single, die ja bald rauskommt. Und da habe ich jetzt im Google welche gegoogelt und zum Glück habe ich welche gefunden. Und zwar das hier. Und zwar, da habe ich im Google welche. Bruder, ich. War das hier ist Lilano, ne? Das ist ein ganz korrekter, netter, junger, spritzer Mann. Was sagst du zu dem? Geht ja. Findest du? Also geht? Also mein Typ würde es nicht sein. Wie bitte? Mein Typ würde es nicht sein. Echt? Ich liebe ihren Akzent. Nicht? Nee. Boah. Ah, dann hast du das Squad. Wie viele Punkte würdest du geben? 6. 6. Also auf jeden Wirk. Okay, ehrliche Meinung, ne? Ist auf jeden Fall interessant. Aber perfekt. 6 Punkte sagst du. Guck mir das Bild an. Bleibst du immer noch bei den 6 Punkten? Ja, würde ich runtergehen, aber. Ah ja. Oh. Alter, Jasmin. Hier. Würdest du immer noch runtergehen? Ja. Schade. Okay. Aber ehrliche Meinung, perfekt. Kommen wir jetzt zur. Ehrliche Meinung, perfekt. Was? 7. YouTuber, Dingsbums, Bilder, Befragung. Das ist jetzt der 7. YouTuber. Hier, das ist Kevin Wolter, ne? Was sagst du zu dem? Zu viele Muskeln. Zu viel, findest du? Nein, ja. Gibt nicht zu viele Muskeln. Warte, ich zeig. So, wie findest du ihn? Aussehen, nur Aussehen. Vom Aussehen her, von den Muskeln her, gut. Perfekt. Mhm. Ja. Ich mag den auf jeden Fall. Ich auch. Ist ein ganz schmatziger. Schmatziger, ist auf jeden Fall Alter. Ein Trainierter. Der ist richtig durchtrainiert. Na, das ist hier der, ja. Der Mitte. Wie viele Punkte würdest du ihm geben? 10. Aber nach welchen Kriterien, Mädchen, ganz kurz, da sagst du zu viele Muskeln und dann gibt er. Also, nach welchen Kriterien funktioniert denn das hier? Recht? Ja, perfekt. Auch muss das aussehen. Hä? So, und damit ich bald so aussehe wie Kevin Wolter, Alter,
fresse ich mir jetzt jeden Tag hier 20 Eiweißriegel rein, damit ich nicht nur Fettdünnschiss bekomme, sondern auch richtig fette Muskeln, Alter. Auch nur durch Aussehen. Ja, ja. Ja, das ist ganz kräftiger, ne? Wie Kevin, gesagt, absoluter Ehrenmann. Hier, noch einmal. Finde ich sehr korrekt. In der Mitte. Hm, 10 Punkte. Ja, das würde ich mich schon auch freuen, wenn er das sehen würde. Ja. Und wie findest du deine Haare eigentlich? Oh, Junge, was soll das denn gucken, Sohn? Nicht so meins. Nee. Ja, nicht gut, so. Ne? Komm jetzt auf jeden Fall achten. Alter. Achter. Ist er bekifft oder was ist mit ihm? Jetzt habe ich den herausgefunden und sind wir bei den Achten. Ja. Und zwar ist das jetzt Mois, ne? Also schon so ein richtiger Russenmann. Ein Russenmann. Siehst du das? Ja, ne? Wie findest du den? Hässlich. Hä? Hässlich. Findest du? Das ist der hier mit der Brille. Hässlich. Also ist nichts für dich. Nee. Hm, schade. Ich mag den zum Beispiel, mit dem konnte man gut Sachen machen. Sachen machen? Der ist auch ein bisschen wirklich trainiert. Wie viele Mäus Punkte ist krass ihm, trainiert. Wie viele Punkte würd's ihm denn geben? Ich finde Gurken so und so sympathisch in seiner Art einfach. Also die Hälfte, nur 5. Ja. Hier ist noch ein Bild und hier. Ich glaube, der hat jetzt ein bisschen Glatze, also... Kann es sein, dass Jasmin Ritter gar keinen Bock darauf hat gerade? Also eine Nase, oder? Was sagst du? Mhm. Ja, perfekt. Mhm. Also 5 Punkte hast du gesagt, ne? Mhm. Ist so, ja, nicht viel, aber ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Kommen wir dann zur 9. Jetzt sind wir hier bei der 9. gelandet. Und zwar Knossi, ne? Das ist ein richtiger Ehrenmann. Also das ist so ein leidenschaftlicher Zocker. Oh, Junge. Ich habe den leider noch nicht in echt getroffen. Das ist hier rechts, der Typ. Also ich würde den gerne in echt treffen. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Oh, Junge. Ich finde ihn einfach nur geil. Das ist so ein Zocker, weiß ja was es ist, ne? Casino, dies, das und so. Ja. Was sagst du? Okay, nee, andersrum. Wie findest du ihn? Hä? Nee, cool, ne? Der ist richtig cool eigentlich. Wie gesagt, ich kenne ihn leider nicht in echt, aber... So, ist cool, ne? Ja. Wie viele Punkte würdest du dem jungen Mann geben? Also durch vom Aussehen her? Vom. Ja. Ja. Vom Aussehen. Was sagst du? Sag ruhig. 10. 10? Glatte 10. Also jetzt vom Charaktermäßigen her. Ja. Durch hier sein Gesicht nur was. Ja? Yeah. Ganz genau. Der ist richtig cool, der Macker. Also du sagst 10 Punkte? Ja. Aber wieso, wenn ich fragen darf? Wegen Spielsucht. Weil er cool ist. Ja, ne? Perfekt. Er ist cool. Und jetzt kommen wir zur 10. Ich mag Schmocki, Alter. Knossi sehr gerne. Kommen wir jetzt zur 10. Person. Und zwar die letzte Person. Das ist Gurkensohn. Ach ja! Aber das bin ich ja selber. Was sagst du zu dem? Zu mir selber? Minus 10. Übrigens noch Spaß. Findest du? Schmerzhaft. Ich kann dir noch ein Bild zeigen. Oh mein Gott. Ich schwöre dir, er stand bei ihr schon so im Schlafzimmer und deshalb respektiere ich ihn. Was heißt, oh mein Gott, auf Deutsch übersetzt? Total hässlich. Hier, genauso wie... Hä? Das? Ja, das ist ja so Altformat, weißt du? Ja, so wie du jetzt aussiehst. Okay, ja. Deine Meinung auf jeden Fall. Hauptsache die Gurke, die darf nie fehlen. Ja, das stimmt. Die darf bei euch auch. Aber sag schnell, wie viele Punkte willst du mir geben? Minus 10. Ach ja, hast du ja gerade eben schon gesagt, habe ich voll vergessen. Stimmt ja, minus 10. Wie findest du das Bild? Auch? Oh, ist gut, ne? Schön, ne? Er ist cool, aber ja, der andere nicht. Ah ja, klar. Also, verstanden. Okay. Danke für deine ehrliche Meinung. Genau so geht man mit einem Heartbreak um, Alter. Und das war's. Geil. Die Ritterehre. Die Ritterehre, drauf getrampelt, entwendet, drauf gespuckt, Gurkensohn, ab dafür.